Es gibt eine Klammer, die bildet Respighi. Respighi am Anfang des Konzerts mit seinen Choralbearbeitungen von Bach und am Schluss Respighi mit einem seiner berühmten römischen Tongemälde, den Fontane di Roma. Dazwischen kommen zwei Komponisten zu Wort, die eine wichtige Lehrerfunktion ausgeübt haben in Italien, nämlich zuerst Petrassi, Gioffredo Petrassi. Da spielen wir das Klavierkonzert von 1936. Als zweiten Komponisten spielen wir Gedini. Der war eine Generation, eine halbe Generation älter als Petrassi, auch ein ganz wichtiger Lehrer, zum Beispiel Lehrer von Abbado, Claudio Abbado, und von Castiglioni, und also zwei ganz wichtige Lehrerfiguren, die aber tolle Musik geschrieben haben, die sehr selten erklingt. Das geht um Brunnen in Rom und er beschreibt eigentlich verschiedene Brunnen, Fontana di Trevi zum Beispiel, in wunderbaren Farben des Orchesters. Das war sein erstes Werk. Er hat zwei weitere geschrieben mit Roma im Titel, also römisch, eine Hommage quasi an seine Stadt, nämlich die Pini di Roma, also römische Pinien, und dann die Feste Romane, die römischen Feste. Die Fontane sind vielleicht das zarteste Stück. Es ist mein Lieblingsstück aller dieser dreien. Das Stück war kein Erfolg bei der ersten Aufführung und erst, so geht die Fama, Toscanini 1918, als er dann das Werk aufgeführt hat, hat diesem Werk zum Durchbruch verholfen. Respighi beschreibt in wunderbaren Farben des Orchesters eben diese Wasserfontänen, die da in der römischen Hitze für Abkühlung sorgen.